So, in dem heutigen Video möchte ich euch erzählen, welches Gras ihr auf keinen Fall entsaften solltet und trinken solltet. Ja, das ist kein Weizengras, kein Roggengras, sondern das hier, Mais. Und zwar ist das ein Mais, den habe ich selber angebaut. Und zwar waren das die Samen von einem Zuckermais, den ich letztes Jahr ausgesät habe. Und dort sind jetzt andere Mais Sorten daraus entstanden, die nicht so süß sind. Jetzt dachte ich, Mann, bevor ich sie wegschmeiße, die sind jetzt ziemlich trocken, mache ich mir daraus Maisgras. Hat auch wunderbar geklappt. Dauerte in etwa, ja, sag ich mal, 2 Wochen. Ne? Super gewachsen, sah toll aus. Es hat auch lecker geschmeckt. Sehr süß, sehr nach Stevia. Ich habe den Saft aber nicht pur getrunken, sondern wie immer, also so wie ich es immer mache, mit Apfel, ein bisschen Gemüse. Also ich habe jetzt hier noch Sellerie reingemacht, eine Quitte mache ich auch immer rein. Also alles war identisch. Nur danach kam das große Erwachen. Also circa eine halbe Stunde, nachdem ich den Saft getrunken habe, fing es an mit großer Übelkeit. Schlimm war, dass mein kleiner Sohn auch davon getrunken hat und genau die gleichen Symptome zeigte. Er sagte, ich musste brechen. Ja, und dann ging es los. Wir mussten uns ungefähr 10-mal abbrechen, bis der ganze Saft draußen war. Ich fühlte mich den ganzen Vormittag lang elend. Also lasst euch hiermit gesagt sein, lasst die Finger von Maisgras. Entsaftet weiterhin Roggen, Dinkel, Weizen, mache ich fast täglich, klappt auch immer super. Aber das war jetzt wirklich die herbe Enttäuschung und ich konnte im ganzen Netz nicht erfahren, warum das so ist. Also es steht nichts darüber. Wenn ihr da was wisst, schreibt mir das mit einem Kommentar darunter. Ja, es steht überall, man kann ihn keimen lassen. Aber speziell jetzt das Gras entsaften habe ich jetzt auch nicht gefunden. Aber für mich ist das ein Süßgras, war klar, es kann nicht giftig sein. Ja, aber ihr seht, was passieren kann. Also hört auf meinen Rat, probiert es lieber nicht. Ihr versaut euch da den ganzen Tag mit. Ich hatte noch ordentlich zu tun. Hier seht ihr nochmal den Saft. Achso, rote Beete war auch noch mit bei. Ja, vielleicht war auch die Kombination nicht angemessen. Seltsamerweise musste mein Mann sich nicht übergeben, aber ihm ging es auch nicht wirklich gut, nachdem er den Saft getrunken hat. Also er klagte schon so ein bisschen über Unwohlsein. Ja, dann hoffe ich, euch hat das Video davor bewahrt, das auch zu probieren. Gebt mir doch einen Daumen hoch, wenn euch das Video geholfen hat und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder.